2016 ist vorbei und willkommen im Jahr 2017. Doch was war alles 2016? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zu Beginn des Jahres 2016 haben wir noch die Reste des Metas aus 2015. Hier dominiert zurzeit MySpecta und Magierpendulum. Zu Beginn des Jahres kommt Breakers of the Shadow raus. Hiermit kommen viele neue Themendecks, darunter Cosmo, Atlantia, aber auch Pepe, was dann auch Meta wird. Pepe ist eines der konstantesten und besten Decks, die es zurzeit bisher je gegeben hat. Es ist so konstant, dass sogar eine Zwischenbannlist erstellt wurde, um dieses Deck zu schwächen. Gegen Ende des Januars kommt dann das Structure Deck für Monarchen raus. Kaum ist es da, ist es im Meta vertreten. Die neuen Karten sind einfach zu stark und Domain der Monarchen blockiert alle Extra-Decks, wodurch es ganz schnell oben in den Tops mitspielt. Nachdem Domain Monarch einen Platz im Meta gefunden hat, hat auch Exit Monarch dort einen Platz gefunden. Sie spielen nicht auf Domain Monarch, sondern halt auf Exit Monster. Und diese Flexibilität ist vor allen Dingen im Mirror Match sehr nützlich. Die Szene wird hauptsächlich dominiert durch Domain Monarch, Exit Monarch, Cosmo und auch BA. Und was bisher natürlich das stärkste Deck und bisher vor allem die konstanteste Deck war, Pepe bzw. dann die geschwächte Variante. Im Februar dann kommt in der nächsten Erweiterung die Phantom Knights raus. Dies ist eine zusätzliche Unterstützung für BA und BA ist wieder mal in den Tops vertreten. Anfang April kommt eine sehr starke Karte raus, Card of Demise. Diese wird in vielen verschiedenen Decks benutzt und hauptsächlich in Anti-Decks. Sie wird in Clifford, Yuchenzu, Counter-Farrier und Chainburner gespielt. Im Mai betrat das Schlachtfeld Dark Synchro. Dieses Deck hat vor allem einen sehr starken First Turn und ein Maxil wird zur großen Gefahr. Im Juli kommen die ersten alten Karten wieder ins Spiel. Blue Eyes wird wieder Meta. Durch die vielen neuen Karten ist das Deck vollkommen Meta-tauglich. Das Deck kann sogar so weit mithalten, dass es bei der WM gewonnen hat. Ebenfalls ein sehr interessantes Deck, was aufgetreten war, ist Perfect Herald. Durch die neuen Karten ist dieses Deck wieder sehr spielbar und mischt gut oben mit. Mirror Match, yeah! Am 29. August kommt die neue Liste. Endlich werden Monarch, BA und auch Cosmo gehittet. Oktober. Wieder stellt ein Structure Deck das Meta auf den Kopf. ABC ist total in der Meta-Szene vertreten. Vor allem das starke Bossmonster verhilft diesem Deck zum schnellen Ruhm. Im November kommt eine neue Erweiterung aus. Hier werden wieder viele neue Themendecks geschaffen oder alte verstärkt. Besonders durchsetzen können sich im Meta Metal Force, Heroes Anti, aber auch vor allem das Fallendeck Paleozoic. Die meisten Decks profitieren sehr von der neuen Erweiterung. Besonders zwei Karten sind ab sofort sehr oft in Decks anzutreffen. Zum einen Dimensionsbarriere, die eine sehr flexible Falle ist, und vor allem das sehr starke Exit-Monster Totally Awesome. Im Dezember bleibt das Format relativ gleich, nur eine neue Erweiterung kommt, wodurch es auf ein neues Deck geht. Hier hat das Themendeck Darklord sein Debüt. Es ist sofort im Meta vertreten, jedoch nicht so gut, um vollkommen oben mitzuspielen. Das war das Jahr 2016 und seine Decks. Mal sehen, was 2017 so bringen wird.